abschließen können, den offiziellen Teil, mit einem kleinen Höhepunkt, den ich schon hinten gesehen habe, so ein bisschen was, möchte ich zunächst erstmal alle Abiturientinnen und Abiturienten bitten, hier nach vorne zu kommen und einen großen Halbkreis hier um uns zu Tor zu bilden, die jetzt hier auf der Bühne sich befinden. Wer da hinten am Getränkestand bei den Cocktails steht und mich hört, der könnte mal kurz singen. Hört mich da hinten jemand? Genau, geh doch gerade mal kurz nach draußen und hol die Abiturienten, die draußen stehen, noch rein. Das wäre super. Okay, und zwar haben wir Folgendes vorbereitet. Wir haben natürlich in diesem Jahr Geschichte als die Tutorien und deswegen haben wir verschiedene kleine Fragen zum Bereich Geschichte. Bei mir im Leistungskurs haben wir alle eine Geschichteprüfung gemacht. Der eine oder die andere hat ja noch keine Prüfung gemacht. Und wie wir vorhin ja erfahren durften, sind ja vermeintlich fast alle Grundkurse, mit Ausnahme vielleicht des Sport, LK, Grundkurs, Geschichte, Leistungskurs gewesen. Im Grundkurspaket. Und deswegen müsstet ihr ja alle top vorbereitet sein für unsere kleine Fragen und was das dann jeweils ist, das wird euch mit Sicherheit dann gleich der Herr Wahlen noch erklären, wenn wir zum ersten Aufgabenbereich von Reihen kommen. Aber bis dahin bitte einfach nochmal umgucken, wo sitzt noch jemand, der Abitur gemacht hat, gerade dieses Jahr im Jahr 2014 und die einfach nochmal kurz mit hier ranholen für den letzten Tag. Also, nee, das muss ich hier einschalten. So, das Spiel ist leicht erklärt. Es geht natürlich um geschichtliches Fachwissen. Ja, ihr seid ja jetzt zertifiziert. In der ersten Runde geht es um Personendarstellungen. Hinter den Personen, die ihr seht, verstecken sich die 6 Tutorinnen und 6 Tutoren. Also die müsst ihr erkennen. Und zweitens, um welche historische Szene oder um welche historische Person es geht. Also 2 Fragen müsst ihr beantworten. Okay, ihr dürft euch aber natürlich untereinander besprechen. Film, nein, Bild ab. Zoom mal rein. Ja, ist gut. Okay, ihr seid ja sehr fix, da kommen wir gleich zur nächsten. Ja, historisch versöhnt hat, haben Sie schon gesagt. Napoleon. Wo ist er denn da, der Napoleon? Alpen. Alles. Ja, mit wem treffe ich mich denn da? Ich bin, ja, genau. Das ist Chruschtschow. Und wer ist der links? Muss ich das auch noch beantworten? Wenn du es weißt. Ja. Das ist Fidel Castro.
Jawohl, und zwar unmittelbar vor der Kuba-Krise, genau. Das ist Frau Niemann als Che Guevara. Das ist Frau Schuster beim Kniefall von Warschau als Brand. Jawohl, bestens. Einer von euch muss vorkommen und es sagen. Das ist die Frau Schwärmer und ich würde mal sagen, als Germania. Okay. Ja, wer bleibt denn noch übrig? Ja, das ist der Herr Trumpfweller als Helmut Kohl. Der trifft sich da gerade mit Gorbatschow auf seiner Landhütte. Prima. Souveräne erste Runde. Weil ihr so schnell seid, können wir eigentlich auch die zweite Runde starten. Da geht es jetzt. Willst du es selbst sagen? Genau. Also, erste Stufe war ja noch einfach. Wir gehen eine Nummer schärfer. Und zwar haben wir jetzt verschiedene Karikaturen, die teilweise Kurse im Unterricht behandelt haben, andere Kurse überhaupt nicht. Und diese Karikaturen haben wir etwas verfremdet. Und eure Aufgabe ist es zu erkennen, welche Originalkarikatur steckt eigentlich hinter diesem Bild, was ihr gleich seht. Und was ist das Thema dieser Karikatur jeweils? Marvin, trau dich. Ich weiß nicht, wer das alles ist. Das spielt keine Rolle. Fangen wir an. Okay, also. Ich schätze mal unten, also der unterste Stand. Ah, da sind ja noch welche. Oh. Frau Niemann und Frau Schuster, kann das sein? Ja, was machen die da? Das ist der unterste Stand, denke ich mal. Also sind ja hier die Stände abgebildet, oder? Herr Benz? Sind die Stände, die verschiedenen Stände abgebildet? Genau. Gut, und der unterste Stand ist Frau Niemann und Frau Schuster. Wir sind Karnickel. Okay, ihr seid Karnickel, sorry. Okay, der nächste Stand ist Herr Trumpfeller. Und auf Herr Trumpfeller sitzen Herr Warlow und Herr Benz. Oder? Was soll ich da noch großartig zu sagen? Französische Revolution soll ich noch sagen, danke. Hier die Auflösung. Besonders die Häschen waren doch sehr schön getroffen. So, nächstes. Das ist die Karikatur mit dem Titel Der Lotse verlässt das Schiff und der Trumpfeller stellt da den Bismarck dar. Und da ist König Wilhelm. Ganz genau. So, hier das Original. Das haben fast alle schon mal gesehen.
Das ist der Denkerclub, das hatten wir auch in der Klausur. Da ging es darum, dass die Meinung in der Französischen Revolution danach verboten war. Ganz genau. Jetzt das Original. Gut. So, habt ihr eine Idee? Das sieht ein bisschen aus wie die Karikatur zur Kuba-Krise, Kalter Krieg. Und auf der einen Seite Amerika, auf der anderen die Sowjetunion. Und die, wir hatten da auch so eine Karikatur, wo die auf Bomben sitzen, ne? Prima, genau erkannt. Mach gerade nochmal, ja. Das ist jetzt schwer. Das ist der Bonus-Track. Ja, nicht ganz, aber du weißt was. Das ist die Berliner Mauer. Und die wurde ja vom Osten oder Westen verschönert und sie tapezieren das. Sozusagen. Ja, sozusagen, genau. Also es wird verschönert. Wir gucken uns das Original jetzt dazu an. Ja, das sind jetzt die, das sind die menschlichen Erleichterungen durch die neue Ostpolitik, ganz genau. Wer hat das schon mal irgendwo gesehen? Das war, wenn ich mich nicht irre, mit Hitler und den anderen Politikern, die ihm den Weg ebnen hin zum Dritten Reich in, mit Appeasement-Politik, ne? Sehr schön erklärt, genau. Ah. Habt ihr da Assoziationen? Das war eine Karikatur zum Thema Weimarer Republik mit der Überschrift Viele tragen die Republik, aber wer trägt den Geist? Und der Original halten ja halt Schilder Republik hoch. Toll. Dem ist nichts hinzuzufügen. Eine Runde hätten wir noch. Könnt ihr das noch aushalten? Oder? Ja. Das heißt, ich starte auch. 3 und 4. Moment, da muss ich mal Text erholen. Okay, das Folgende ist ein bisschen schwieriger. Und zwar haben wir jetzt Filmausschnitte, die wir neu vertonen. Und die Aufgabe unserer Absolventen ist es auch hier wieder, trotz des verwirrenden Textes, der da jetzt drüber kommt, das originale Ereignis zu bestimmen. Und dann nach Möglichkeit vielleicht sogar in diesem Fall eine Jahreszahl dazu zu packen. Genau. Ja, du musst sofort weitersprechen, sonst wird es nichts. Ist das jetzt an? Ist das an? Ist das an? Hören Sie was? Matthias. Also, das ist noch an, ja. Genau, aber man muss da relativ laut sprechen. Mhm. Herr Kultusminister, vor 9 Jahren wurde mit großem Stolz in Hessen G8 eingeführt. Jetzt wollen im Odenwaldkreis alle Gymnasien, sogar die EGS, zu G9 zurückkehren. Ist das nicht eine Bankrotterklärung der Bildungspolitik? Von einer Bankrotterklärung kann keine Rede sein. Die hessische Bildungspolitik wird noch nicht richtig verstanden, weder von Lehrern noch von Eltern und Schülern. Und speziell in der EGS gibt es doch überhaupt keinen Grund zur Klage. Dort haben wir nur die besten Erfahrungen mit G8 gemacht. Alle Mitglieder des Lehrerkollektivs haben die Bildungsnormen nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Niemand hat die Absicht, zu G9 zurückzukehren. Ja, was natürlich. Da ist Original, Originalszene?
Das war eine Pressekonferenz von Walter Ulbricht, wo er erklärt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Genau, super. 100 Punkte. Ist noch an? Ja. Pressekonferenz an der Ernst-Göbel-Schule am 1. April 2014. Ein Schulleitungsmitglied berichtet von einer bahnbrechenden Neuregelung, die kurz zuvor von der Schulkonferenz verabschiedet worden ist. An der EGS wird eine Schuluniform eingeführt. Dazu gehört ein gelbes T-Shirt, auf dem das EGS-Logo und ein rotes Ampelmännchen abgebildet ist. Wann tritt das in Kraft? Das tritt, nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. So, ganz schwierige Frage, welches Jahr? Okay, das funktioniert noch, das ist schon mal ganz gut. Und welches Ereignis haben wir hier vor uns? Also, der Herr Schmielinski hat es am besten formuliert. Es ist die Öffnung der Berliner Mauer, zur kleinen Erinnerung für die Mathematiker unter uns. Vor 25 Jahren, im November, war es soweit. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wir müssen feststellen, unsere Schüler sind absolut abiturreif. Wunderbar, ein kleiner Applaus. Okay, damit sind wir am Ende unseres Quizzes angelangt, aber ich glaube, ihr könnt direkt hier bleiben, weil ich habe das Gefühl, dass da gleich was Gutes um die Ecke kommt. Insofern würde ich an die Moderation übergeben oder auch direkt einfach überleiten. Wir bauen noch ab, ihr fangt an. Also bleibt einfach da.